du hast es noch. Den X-Factor. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht, oder vielleicht hat das Glück in der Cool. Sag Bescheid, wie lange du kommentieren möchtest, übrigens. Ne? Du kannst immer austauschen. Cool. Jetzt haben wir Schlicker gegen Modo. Was macht Schlicker hier? Das ist die große Frage. Top 8 bei Epitech. Das ist kein kleines Ding. Ja, yeah, ja. Yeah. Aus dem Nichts hat gesagt, sein Ziel war es heute, Top 16 zu kommen. Aha. Und jetzt ist er Top 8. Also easy. Einfach easy. Wen hat er alle besiegt, um herzukommen? Er hat Zebra besiegt. Okay, stark. Er hat Mali besiegt. Ja? Sonst bin ich nicht so super up-to-date, wenn er noch besiegt hat. Okay. Aber Mali ist schon ein guter Win, auf jeden Fall. Ja, ja. Wir haben auf dem Weg hierher ein bisschen über das bei Netter Matchup nachgedacht. Oh, okay, okay. Er wusste schon in dem Vorhaben, dass Mali kommt. Ja. Ursprünglich war ich gegen ihn gematcht, das hat mir ein bisschen geresearched und dann wurde die Bracket angepasst und er musste wieder spielen. Okay, nice. Mittlerweile haben wir auch Muro, der so ein konsistenten Top-8er bei uns ist. Mhm. Mal sehen, wer. Das ist wirklich quasi so old versus new. Ich will nicht sagen, dass Schlicker alt ist. Ist er nicht. Und Moodle ist auch nicht so new, right? Ja, du hast recht. Hast recht. Das ist medium, medium. Ja. Ja, aber ich bin ein bisschen gespannt, so momentan. So tut sich Schlicker sehr gut um. Up, bro. Ja, ja, wenn man den nicht richtig DI'd, dann kann das passieren. Ich glaube, er hat's nicht DI'd. Ja, ja, das ist unfortunate. Vorhin habe ich ein bisschen eavesdropped und Moodle hat ein bisschen Shit-Talk wegen genau das. Weil damals, auf dem Smash and Chill oder was weiß ich, hat er so ein Set gewonnen, in dem Yannick seinen Up-Throw nicht DI'd hat. Ein Blast from the Past. Ja, genau, es ist wirklich ein Blast from the Past. Aber schon interessant, ich kann mir vorstellen, dass Pikachu nicht so consistent zu kommen ist wie andere Matchups für Falco. Genau, ja, das ist voll krass, ne? Ja, ja, es ist auf jeden Fall dieser Uptilt zu Backer Confirm scheint ein bisschen schwieriger zu sein. Genau, genau. Ja. Bei solchen Charakteren muss man immer so eine einfache Version von seinem Kumpel haben. Ja. Das kenne ich aus Peach. Bei Pikachu gehen die ganze krasse Kombos einfach nicht. Mhm. Man muss einfach One-Hit, Two-Hit-Kombos machen und dann geht's. Aber auf der anderen Seite hat Falco seinen Reflektor, einen der besten Reflektors im Spiel. Pikachus Gameplan basiert sehr viel um einen Projectile. Also ja. Das ist ganz lustig, aber eigentlich, wenn man diesen Thunder Jolt reflektet, bringt das nicht so viel, oder? Es ist auf jeden Fall nicht so gut, wie es für Pikachu ist. Ja. Pikachu fällt ja damit und selbst wenn man es in der Luft reflektet, dann kriegt man nicht den Angle, den man möchte. Ja, ja. Also wenn ich drüber nachdenke, so diese Move. Oh! Yannick hat die, das ist auf jeden Fall. Aber wenn ich an diese Move denke, diese Thunder Jolt, ist meistens Pikachu direkt dahinter. Also wenn man macht so eine Reflektor, dann kommt Pikachu zum Punishen. Aber das ist das Gute an dem Reflektor von Falco mit der Hitbox. Das stimmt. Das ist nicht gegen andere Reflektor. Oh, habt ihr Confirm bekommen hier? Wow, was war das? Das war irgendein... Man hört Yannick sagen, hä, Cheater? Er hat selber nicht gewusst, was das war. Ja, schade, schade. Weißt du nicht, was da passiert ist? Vielleicht ein bisschen gepineappelt oder ein bisschen... Aber diese Stage ist nicht so der Pineapple-Stage, dachte ich. Eigentlich nicht, nee. Anscheinend schon. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was Pikachus Upbeat ist. Es gibt ja diese Upbeats, die riden so an der Stage-Edge so entlang. So. Also vielleicht ist Pikachus nicht so eine. Vielleicht hat... Schon ist es aber, oder? Aber schon vielleicht, ein bisschen, ja. Indem man so genau platzieren kann, ist es eben nicht... Schwer zu sagen. Oh, kriegt die Backer Trains. Oh, das ist saftig. Ja, oh, ist er tot? Ah. Oh, doch nicht. Das war ein Bot, ne? Nicht so gut platziert, diesen Down, aber alles davor war richtig gut. Ja, ja. Oh. Was für ein... Kann also identifizieren, was für ein Move ich fahren. Es ist auf jeden Fall in diesem Matchup auch ziemlich schwierig für Pikachu im Neutral, so diese long-lasting Forward Air, diese long-lasting Nair. Pikachu hat nicht die weitesten Out-of-Shield-Options und das sind tatsächlich Moves, die Pikachu sehr contesten können. Ja, ja. Kannst du dir schon vorstellen? Sehr gutes Landing-Coverage. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Die Slow-Jabs?
diese Backer, diesen Palutena in der Nähe, das dauert so lang. Ja, ja. Ist auch sehr komisch und schwierig. Yeah, ne? In der Zeit, in der ich Mewtwo gespielt habe, diese Backer Auto-Shield-Poke manchmal Mewtwo. Ja. Yeah. Das ist ekelhaft. Oh. Ey, der neue Meta ist immer Shield-Angriff. Ja, ja. Ey, es ist sau schwer, das irgendwie daran zu denken. Ja, am Anfang von Smash Ultimate hat man das nicht für so important gehalten. Nee, ne? Und jetzt wird es wirklich ein Ding. Ja, immer wo hey, diese Game & Watches machen nervt, dann Shield. Zack, vorbei. Oder Falco. Falco vor der. Mhm. Ist der übelste Shield-Poker. Ja, ja. Sehr schöne Edgeguard. Das ist wirklich schön. Das ist definitiv auch, was man als Pikachu machen muss in diesem Matchup. Diese Edgeguards muss man konsistent bekommen. Der Falco hat auf jeden Fall die more consistent Combos und Damage abzurecken. Aha. Aber, Edgeguarding. Ja, diese Lightning Loops, die sind sehr hart einfach zu treffen. Und vor allem bei einem Fastballer noch. Genau. Das ändert nochmal alles. Einfach rumspinnen hier. Mhm. Aber der Schläger macht doch. Der Infinite. Das ist wirklich der Infinite. Gut, der Infinite, ne? Stell dir vor, Pikachu könnte so eine Art Isabel. Ja, so ein Isabel. Aber Schläger macht guten Edgeguard. Ja, merke ich. Ich wäre reingerannt. In dem Moment. Ja, also, oh mein Gott. Das war ein... Das war wirklich... Oh, no depth. Down in the air. Kein Spike. Oh. Er hätte auf die Down erwarten sollen. Oh, aber kriegt den Down Smash Dragon. So ein gewalttätiger Move. Ja, yeah, und dieser Confirm ist so viel schwieriger zu treffen, als er aussieht. Wirklich? Ja, yeah, ja, yeah, du musst wirklich einen bestimmten Hit Pass machen. Ah, damn. Nicht schlecht. Es sieht so violent aus. Ja, yeah, hey. Wenn alle Hits treffen, yeah, ne? Ist einfach. Er dauert auch so lange. Ja, yeah, ne? Ich bin schockt. Wow, die haben beide so das gleiche Fair eigentlich. Ja, die Fair von Pikachu finde ich auch durch den Erdriff. Ja, ne? Kann einfach rein und rausgehen, ja, du weißt nie genau. Furchtbar, ne? Was ein kleines Confirm. Side B zu Backer. Ja, so ein Juicy. Mhm. Auch auf dem kleinen Maus zu warten. Herr Falkos Dash Speed ist natürlich nicht so schnell, aber ja. Diese Low-Angled Side Bs, das sind definitiv das mehr seine Dash-Attacks. Ja, ja. Oh. Oh, er hat gewartet. Oh das wäre was gewesen. Ja, ja. Also er hat da auf jeden Fall was gefühlt, aber nicht den Trigger gepusht. Genau. Aber es war knapp und es war gut. Oh, okay. Gut, ja. Ledge Trap, okay. Modul kann sich um die Ledge Trap herumschieben. Threatening mit dem Backer. Diese Backer ist von Modul. Ja, yeah, ist auf jeden Fall super gefährlich für Schläger zu jumpen gerade. Genau. So der Up-Air. Okay. Hey, zweite Game für Moodle. Es ist fast vorbei. Wow. Ein explosive Matchup auf jeden Schon Fall. Schon explosive. Hey. Fast labert, ey. Ja, ich glaube auf jeden Fall, Schläger muss ein bisschen mehr consistent ways im Neutral finden, um ihn offstage zu bekommen. Ist so, ja. Er macht es auf jeden Fall schon gut. Er braucht, glaube ich, nur ein bisschen mehr in diesen Situationen. Ja, ja, ja. Ein paar Situationen mehr, damit er adapten kann daran, was für Mix-Ups will Moodle gerne machen. Finde ich auch. Es war ganz viel von diesem Match war einfach on stage. Ja, ja. Ne? Und das ist, glaube ich, in Moodles Advantage. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf so einem großen Stage. Ja, das dämmt man dich, ne? Auf einem großen Stage ist es schwieriger, deinen Gegner offstage zu bekommen. Weil die sind bestimmt bei so einem großen Stage und macht so irgendeinen Move und die sind immer noch offstage. So. Ja, interessant, dass Schläger das jetzt seinen Counter bekommen wird. Ja, yeah, oder? Aber ich weiß nicht. Ich glaube, das ist vielleicht auch was ein bisschen ungewöhnlich ist für ihn, dass er in dem Matchup mehr der Aggressor ist als in einem traditionellen Matchup. Willst du? Also Pikachu ist nicht immer der Aggressor, oder? Meistens nicht, würde ich sagen. Ja, ne? Ja, meistens sehr, sehr ungewöhnlich, dass so ein Brawly Short-Range-Character tatsächlich meistens der defensive Charakter in einem Matchup ist. Yeah. Aber Pikachu ist so einer. Ja. Und Schläger sehr gut darin, diesen Style auch zu spielen. Ja. Aber vielleicht nicht die beste Choice gegen Falco? Wow. Oh mein Gott, und den Punish kriegt er. Ja, Moodle ist auf jeden Fall ready gewesen für diese Situation. Es tut ein bisschen weh, ne? Es ist schon ein Risk, dieser Move. Es ist DI-dependent und es ist nicht immer true. Und dafür kann man sterben einfach, wenn man... Es ist, glaube ich, aber auch unique für so einen Fastballer wie Falco. Kann das sein? Ja, das ist so ein Falco-Ding.
Ey, diese Jabba, der funktioniert ganz gut in der Lit. Finde ich, das auch so ein Move. Wenn du Pikachu Mains den benutzen siehst, fühlt er sich an wie, was soll man dagegen tun? Ja. Wenn man ihn selber benutzt, dann ist man, oh, okay, das funktioniert einfach nicht, wie ich erwartet habe. Ja. Ist so. Mhm. Immer irgendein Low Profile oder einfach zu klein. Aber da hat man zum. Wirklich, mit dem Parry hat den nicht bekommen. Ja, das ist, was ich meine mit dem Dragdown. Wenn du nicht den speziellen Hit bekommst, ja, so, dann kriegst du... Es ist way more finicky, als man expecten würde. Ey, wie süß, wie Pikachu einfach unten den Laser-Upper killt einfach. Ey, so crazy, dass diese nur killt. So wirklich crazy. Und davor ein DI-Mixer mit Down... Oh Gott, es ist ein bisschen so... Also Moodle hat jetzt wirklich diesen Up-Tilt zu Up-Air gefunden. Ja. Mit Pikachu's Wage scheint das wirklich nicht so viel Unterschied zu machen, ob er die Back-Air oder die Up-Air kriegt hier. Und das ist, was du meintest so vorhin mit dem. Man muss seine Kombos für diese Matchups wirklich ein bisschen adaptieren, ein bisschen tighter machen. Ja, oder einfach simpler. Ja, ich meine, er wird sowieso früh sterben. Der Clapback von Yannick. Ja, aber leider kein Kill. Kriegt den Edgeguard. Okay, ist nice. Ist noch nicht vorbei. Okay, näher out of shield. Okay, jetzt Combos. Also Pikachu kennt keinen Disadvantage. Das stimmt, ne? Entweder wird er gecombot oder er ist im Neutral. Ist wirklich so. Er kann von der Ledge for free einfach zurückkommen. Es ist so ein Commitment, das auch zu covern. Interesting option, hat aber nicht outgeworkt. Ja, ne? Moodle hat trotzdem ready dafür. Outgeworkt, muss man sagen. Sorry. Er ist nicht jeder, okay? Don't be mean to me. Ausländer, der Deutsch lernt. Ich möchte nur neuen deutsche Wörter. Das ist ein deutsches Wort. Meine Vokabular. Okay. Oh, der Perflector. It's working out. Meintest. Er braucht, glaube ich, so eine Burst-Option. Moodle committed. Der Moodle macht gern dieses Call-Out, diese F-Smash. Wow, ich kann nicht glauben, dass das nicht das Regular Getup getroffen hat. Ne? All diese Hitboxen und es hat irgendwie das Regular Getup verfehlt. Oh, ein bisschen zu spät mit der Nähe. Können wir beide Richtungen gehen? Oh. Was macht er? Okay. Oh, er macht Tricks. Never doubt him. Just let him cook. Oh, okay. Oh, der war ready! Wow. Er hat den auch schon gekauft. Wow. Das war wirklich clean von Moodle. Nice. Trotzdem nice gespielt. Das Matchup war definitiv nicer, war closer, als der Score jetzt am Ende das aussehen lässt. Ja.